Problem ist, wir können die Prozent nicht verarbeiten. 70% tun noch mega viel. Aber einer, der, sagen wir, 6'000 Stutz verdient, oder? Der hat nachher nur noch 4,2. Mhm. Und ich würde einen Wett machen, jeder, der 6'000 Franken verdient, kommt mit 4,2 nicht über drum. Gehst du auf die 50 zu oder bist älter? Fragst dich bei deinen Finanzen oder vielen anderen Themen, auf was du achten sollst? Dann find die Antworten mit mir zusammen im Bänkli Talk Podcast. Mein Name ist Gabo Gaspar, ich bin 48, Finanzplaner mit Schwergewicht Pensionsplanung. Und mein heutiger Gast ist der Finanzfabio. Yay! Also ich glaube, muss man dich vorstellen? Du, ich weiss es nicht. Wir haben ja leicht verschiedene Zielgruppen. Und ich rede auch wahnsinnig gerne über mich selbst. Nein, du, ich glaube, wir können es bei meinem Spruch lassen. Hallo, ich bin der Finanzfabio, wir reden über Geld. Heute bei dir im Podcast. Und wir haben es vorhin gesagt, du bist ja die allererste Aufnahme, die ich gemacht habe. Wegen dem, danke vielmals, aber es ist immer so im Leben, oder? Irgendwann kommt es zurück, oder? Von dem her, ja, freue mich mega, dass ich da dein erster Gast sein darf. Obwohl wir ja eigentlich, ist es nur eine Verlängerung von meinem Podcast, weil wir haben ja nie mehr aufgehört, reden mit der ganzen Töte. Seit dem 21. Dezember 2020. Genau. Genau, da sind wir noch im Räumchen dort hinten gewesen, wo man jetzt da nicht sieht. Ja. Und ja, du hast recht, es hat nie mehr aufgehört, reden seit dort. Respektive, was daraus entstanden ist, ist eigentlich unglaublich im Sinn von Entwicklung miteinander, gegenseitig supporten. Also eben, danke, pushen, dass du mich jetzt genau, ja, definitiv pushen. Und zwar ich glaube, in allen Bereichen. Ja. Also das ist ja auch noch das Krasse. Es ist nicht nur irgendwie jetzt, ja, du, hey, ich habe eine Finanzplanung, wie würdest du machen? Ja. Das ist eher am Rand einmal. Ja. Sondern es geht mehr darum, wie können wir uns beide weiterentwickeln. Und wenn ich dir zuschaue, also von meiner Stelle nochmal einfach, hey, cool, was da passiert bei dir. Merci. Mag es ja mega gönnen. Ja, und jetzt eben, der Grund, dass ich jetzt den Podcast starte, respektive das ist wieder so eine Verlängerung von meinem Bänkli-Talk. Und endlich habe ich einmal die Möglichkeit, dich sozusagen im Bänkli-Talk zu begrüßen. Weil ich habe immer gesagt, ab 45 oder älter. Ja. Und das Thema. Also, weißt, ich habe mir das ja schon einmarkiert eigentlich in meinem Kalender. Mein 45. Geburtstag, ich bin irgendwo auf dem Bett. Sowieso. Muss ich nur der Family erklären, warum ich nicht drinnen bin, denn, aber ist okay. Genau, und zwar den ganzen Tag. Ja, genau. Ja. Aber der ist eh gebucht. Aber es geht jetzt halt doch noch ein bisschen. Und umso besser ist es, dass wir es jetzt hier auf diesem Weg machen können. Und zwar wollte ich aber auch heute mit dir ein bisschen dein Finanzwissen anzapfen. Weil, was ich noch, eigentlich auch noch lustig finde, ist, in den Rückmeldungen, wenn man mit mir so redet, sozusagen an den Finanzfreunden-Talks oder auch sonst, oder mir die Leute anrufen und sagen, ja, sie würden sich gerne von mir beraten lassen, sie haben mich gehört im Finanzfabio-Podcast, dann frage ich auch immer so, ja, wieso gehen sie nicht zum Fabio? Ja, der tut eher so die Jüngeren beraten. Jetzt sag du mir mal, wie ist das eigentlich wirklich? Also grundsätzlich, ich glaube, man muss das ein bisschen so sehen. Wir sind ja beide, Ausbilder, die Finanzplaner. Und Finanzplaner lernst du ja gleich und Finanzplanungen, respektive du positionierst dich ja sehr genial auch als Pensionsplaner. Oder? Aber wenn du Finanzplanung anschaust, hat es eigentlich nichts mit dem Alter zu tun. Ich würde eher sagen, ich mache etwas, wo sehr wenige können, nämlich auch junge beraten, zusätzlich. Logisch, ich meine, ich habe vorher, als ich angestellt war als Finanzplaner, letztes Jahr war ich ja Senior-Finanzplaner in einem unabhängigen Finanzplanungsbüro. Das sind alles Kunden über 50 gewesen. Also weißt, das ist so wie nichts Neues. Mein Punkt war eher der immer, hey, mit 50, wenn sie mit 50 kommen, ist es ja noch früher. Weißt, das muss man ja sagen, genau, ist ja wirklich noch gut sogar. Oder? Immer noch, ja. Aber die Realität ist halt schon, dass sie eher mit 58, 60, vielleicht sogar noch später kommen. Und ich habe dann immer so gedacht, fuck, das ist so schade, dass du nicht schon mit 40 eigentlich gekommen wärst, weil das, was wir dann machen, ist ein Stück weit Pflasterli-Politik. Weil wir sind Finanzplaner, wir sind kein Zauberer. Wenn deine Finanzen, die müssen wir einfach so annehmen, wie sie sind in dem Moment und mit dem arbeiten, oder?
Wenn dann einer mit 40 kommt, kannst du dann auch recht lenken, was er die nächsten 15 Jahre macht. Weißt, der hat ja wie einen Vorsprung von 15 Jahren zu dem, wo erst mit 55 kommt. Und dort kannst du noch helfen, mit aufbauen, oder? Dass du ihm halt erklärst, hey, investieren ist viel cooler als sparen. Mhm. Und ja, wenn du schon bei 40 bist, überleg mal, wie wäre es denn mit 20, oder? Und so ist halt das ein bisschen immer ein... Oder Finanzfall beim Aufbau ist eigentlich schon die Idee, den Jüngeren zu helfen, damit sie mit 55 keinen Finanzplaner wie mich brauchen. Aber am Ende des Tages ist es Daily Business. Mhm. Finanzplanungen, oder? In jedem Alter. Oder? Aber ja. Ich mag mich noch erinnern, als wir zusammen telefoniert haben, ich so, hey, Gabor, ich habe so viele Fragen von Jungen, aber für Jungen eine Finanzplanung machen, ist schon irgendwie noch schwierig, weil du machst ja kein PKI-Kauf, das macht überhaupt keinen Sinn für dich. Oder? Und das ist das, was jeder Finanzplaner eigentlich als erstes anbietet, mach einen PKI-Kauf, egal wie alt du bist, weil dann hat der Rest, kann er dir ausweisen, schwarz auf weiß, schau, du hast mir so viel gezahlt für die Finanzplanung, das ist das, was du Steuern sparst. Ja, super. Also weißt du, das ist für mich so der cheap way out, oder, um deine Kosten zu begründen. Und ich meine, dann bin ich angegangen und habe ein Konzept aufgestellt für die Jungen. Genau. Oder wo ich sage, okay, ich schaue mir mehr Schwerpunkt ist das, mehr Schwerpunkt ist rechtlich, mehr Schwerpunkt ist Absicherung, Vorsorgeanalyse, dieses, jenes. Weil das andere für die 55-Jährigen, das habe ich ja schon lange in der Schublade, wie das funktioniert. Mhm. Also, weißt, das ist wirklich klar in dem Sinne. Das habe ich ja intus. Oder? Ja. Also, von dem her, ja, eigentlich eher das Gefühl, bei mir ist noch ein Bonus, weil ich die ganz Jungen oder die Jüngeren verstehe, plus die Älteren, Entschuldigung. Plus die Älteren ist halt so, ja, das ist eigentlich Standard für einen Finanzplaner. Mhm. Also ich sehe eigentlich eher, ich mache noch einen on top. Oder? Ja. Respektive, es ist ja auch so, dass, weißt du, jetzt die, die 55, 60 sind, eigentlich auch noch eine andere Zeit hatten. Also gerade wenn ich jetzt unseren ersten Podcast miteinander anhöre, den habe ich jetzt mal gemacht, um mal wieder Backflash haben. Was ich damit meine ist, weißt, die haben teilweise andere PK-Verzinsungen gehabt, etc. Also die haben viel höhere Summen in der Pensionskasse. Genau, ein heute 30-Jährigen oder 25-Jährigen muss ja per se mehr selber noch machen, um auf die Leistungen zu kommen. Aber weißt du, da sehe ich im Fall ganz etwas anderes. Ich habe das Gefühl, die heutigen jüngeren Generationen, ich rede jetzt zwischen den 30-Jährigen bis 40, die verdienen einen ganz anderen Zapfen. Als in der früher. Kompensation meinst du? Also nein, ich habe einfach das Gefühl, heute hast du schneller ein höheres Einkommen als früher. Das spielt ja auch in deine PK, auch wenn die Verzinsung wirklich nicht gut ist in der Pensionskasse. Aber ich habe das Gefühl, das macht schon noch einen Unterschied. Oder? Und das ist natürlich cool, ich sehe es ein bisschen durchs Band. Oder? Also ich glaube, der jüngste effektive Finanzplanungskunde, den ich hatte, war 27. Wo du ja wirklich denkst, das ist jetzt sehr jung, aber dann kannst du wirklich Finanzen planen. Aufgleisen. Ja, aber du kannst sie wirklich planen. Ja. Das andere ist einfach, ja, eigentlich sind wir Tempo. Ich weiß eigentlich genau, ich weiß eigentlich schon, wenn ich deine Unterlagen schaue, was ich mache mit dir. Jetzt reden wir halt einfach gleich und wir haben noch ein Gespräch miteinander. Aber eigentlich bist du relativ eingeschränkt, oder? Ja, du kannst vor allem auch, ich glaube, Mindset-Themen, die du ja auch bei den Jüngeren auch vielleicht eher ansprechen und so weiter, ist das schwieriger? Nein, habe ich das Gefühl, es ist einfacher. Was Händchen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Kennst du den Spruch? Oder? Richtig. Weil wenn du mit einem Jungen über das Investieren redest und nachher dann ist halt Zeit auf seiner Seite, ist das relativ einfach, oder? Ja. Aber ein 58-Jähriger, wo zu dir kommt und machst eine Pensionsplanung, der will dann noch in die Frühpension gehen, oder? Der wird immer knapper von deinem Spielraum her und dann sagst du noch, investieren. PK-Geld kannst du schon rausnehmen, aber du musst es investieren, weil auf dem Konto liegen bringt nichts. Mhm. Außer du bist du krank. Das ist eine andere Geschichte. Aber weißt du, das meine ich, dass Jünger kannst du vom Mindset her noch eher daran helfen. Ja, aber das ist ein bisschen einfacher, weil wenn du mit 30, 40 Lehrgeld zahlst an der Börse, ist es eben eine kleine Summe. Richtig. Oder? Und du hast mehr Zeit. Du hast mehr Zeit, um es wieder aufzuholen und es ist noch nicht dein PK-Geld. Wenn jetzt du aber mit 65 pensioniert wirst, Kapital rausnimmst und dann gehst du mit dem PK-Geld, das du die letzten 40 Jahre einzahlt hast, ja, dann schlafe ich auch unruhiger. Also weißt du, also, wenn ich sage, das Depot ist ja dann auf einen Schlag irgendwie eine halbe Kiste, oder? Und ein 30-Jähriger, der eine halbe Kiste hat, weil er sich seit 20 aufgebaut hat, kann ja ein realistisches Szenario sein. Der schläft viel ruhiger als, anders als einer, der es von heute auf morgen macht, oder?
Aber siehst, genau darum habe ich ja eigentlich jetzt auch gesagt, weil ich auch immer wieder die Fragen bekommen habe, ich möchte mal so irgendwie ab 50 starten, um zu schauen, wenn jetzt einer sinnvollerweise mit 50 spätestens sich damit auseinandersetzt, auf was muss er achten. Jetzt, wenn wir mal auf das hier gehen. Also 50 finde ich ein geniales Alter für Finanzplanung. So, sowieso. Kinder also sind langsam draussen. Du kannst, mein Sohn ist 11. Ja, du bist noch nicht 50. Ja, 2 Jahre. Ja, schon. Aber ja, es gibt ja viele, wo, also weißt du, wenn das Kind 20 ist, du hast einfach Sport Kind bekommen. Richtig. Kann man zusammenfassen. Oder wer mit 30 Vater wird, das erste Kind mit 20, kannst du sagen, ist abgeschrieben. Als Kind ist bei mir dann abgeschrieben, wenn ich Kinderabzug nicht mehr machen kann, dann muss es gehen, oder? Weil, leg nicht nur drauf für dich, hallo. Gut, gleich Kinderabzug hat theoretisch, kommt nach Weiterbildung und so weiter. Und nach Kanton hast du noch unterschiedliche Sachen. Aber so aber die erste Ausbildung ist in der Regel mit 21 durch. Ja, oder? Genau. Und dann, also wenn ich eine Steuererklärung nicht mehr kann aufschreiben kann, schreibe ich auch nicht mehr in meinem Wocheneinkaufszettel den Posten auf. Also hallo. Nein, liebe Kind von Fabio, ja, einfach wenn ihr das dann hört. Es wird her. Ja. Wo sind wir? Nein, genau, 50 Finanzfragen. Finde ich cool, weil A, du bist auch schon lohntechnisch relativ nah am Peak oder auf dem Peak von deinem Einkommen. Du hast da, dass die Kinder nicht mehr da sind oder nicht mehr so eine Belastung in deinem Budget sind, mehr Geld zur Verfügung, seit du, also das letzte Mal hast du so viel Geld gehabt, wo deine Kinder auf die Welt gekommen sind und noch nicht geheiratet warst, weil dann ist es einfach dein Geld gewesen. Mhm. Oder also, du hast in dem Moment wieder so viel Geld zur Verfügung wie noch nie, wo man natürlich super kann brauchen kann, zum Planen. Mhm. Was auch immer das ist. Sei es anfangen mit investieren, weil dann hat schon mal 15 Jahre Erfahrung bis zur Pension. Oder Pensionskassen einkaufen. Also 50 finde ich ein geniales Alter. Plus, du weißt auch schon ein bisschen mehr, was du willst. Mhm. Also weißt du, wenn ich einen Jungen habe, 30, 35, mit dem muss ich nicht über Kapital und Rente diskutieren. Ich habe ja nicht einmal im Kleinsten eine Ahnung, wie die Gesetzgebung dann wird sein. Mhm. Und bei einem 50-Jährigen kannst du davon ausgehen, ja, bei den Politikern, die wir haben, das geht noch ein Zeit, bis die sich da auf etwas Neues einigen. Und dann muss auch noch das Stimmvolk auch noch Ja sagen. Ja, also das haben wir jetzt bei all diesen Reformen gesehen. Es dauert einfach ewig. Oder? Ja. Aber dort ist dann auch so ein bisschen, wirst du vielleicht auch ein bisschen mehr bewusst von deiner Endlichkeit. Mhm. Und dann machst du die Fragen halt, hey, Kapital oder Rente? Ich meine, du kannst das auf hunderte Arten das Thema besprechen. Aber bei mir ist dann auch einfach so ein bisschen, wie gesund bist. Mhm. Also weißt du, mit 50 gibt es da Vorgeschichten. Oder? Und da gibt es einfach Leute, die schon einiges mitgemacht haben. Oder? Mein Vater ist, der ist jetzt schon bereits ein Jahr in der Pension. Wir haben ja schon im Mai wieder zum Zeitpunkt von der Aufnahme. Der hat sich ja total saniert die letzten 2 Jahre vor der Pension, oder? Also weißt du, mit Krebsgeschichten haben wir gehabt, der Arm hat er müssen operieren, dieses, jenes, wo du kannst sagen, hey, dann schaust du das Thema plötzlich anders an, weil meine Eltern haben immer gesagt, ja, Rente. Ja, wieso? Ja, ist einfach sicher, ist bequem, muss mich um nichts kümmern. Genau. Plötzlich, wenn du deiner Sterblichkeit ein bisschen bewusst wirst, oder? Und einer wird das ein bisschen früher bewusst und dem anderen ein bisschen später, dann wird Kapital plötzlich wieder spannend. Ja. Oder? Und aus welcher Optik raus? Ja, Absicherung von deiner besseren Hälfte. Oder ich meine, sind wir ehrlich, wenn du die Rente beziehst und du stirbst, 40% von der Rente ist einfach zum Fenster raus. Also, im Normalfall. Es gibt ja PKs, wo es unterschiedlich ist. Aber ja, aber das habe ich schon 100 Mal gesagt. Nicht meine Ausnahmesachen erklären, das funktioniert nicht. Wenn du einfach als Witwe nur noch 60% von der Rente hast, die dein Mann hatte, als Altersrente, das viel. Und an der Börse haben wir noch nie ein Jahr gehabt, wo du 40% verloren hast. Oder? Und dann ist es ja nicht verloren im Sinn, wo es ist weg. Du musst einfach noch 1-2 Jahre warten, bis es wieder steigt. Rente ist gesetzt. Rente ist mega statisch. Ja. Oder? Und das sind so Themen, die ich einfach mega cool finde, zu diskutieren mit einem 50-Jährigen, weil er einfach ganz eine andere Sicht aufs Leben schon hat und auch eine andere als ich. Weil ich bin Finanzplaner seit 2014. Also auch schon 20 Jahre. Also 20 Jahre bin ich in der Branche. 20 Jahre. Ja, genau. Seit 10 Jahren bin ich Finanzmann, ja. Kopf damit Zeit läuft. Ja. Aber da bin ich ja ein absoluter Grünschnabel mit 27. Mhm. Und dachte, ja, ich weiß jetzt alles. Also ich habe immer alles gewusst. Und hast auch heute noch das Gefühl, du weißt alles. Aber richtig, aber jetzt habe ich noch so ein bisschen die Demut. Weißt du, die ist jetzt noch gekommen, dass andere halt doch mehr wissen. Oder? Mhm. Und du hast halt, wegen dem liebe ich den Job Finanzplaner, oder? Du lernst ja so viel von deinen Kunden.
weil sie halt einfach wirklich eine gewisse Erfahrung mitbringen. Mhm. Und wenn du ein bisschen redest, wie war deine Karriere, was hast du so gemacht, und die dir einfach Geschichten erzählen, die du sonst nie hören würdest, mhm, finde ich genial, ja. Was, du hast ja vorhin gesagt, wenn dir ein 55, 58-Jähriger so deine Unterlagen herleitet, weißt du eigentlich schon, hast du schon irgendwo ein Bild im Kopf, respektive, dass du das kennst. Wenn jetzt eben, nehmen wir, jetzt käme ich zu dir mit 48, 50, was wären da so die ersten Pflöcke, wo du sagst, musst du mit dem Kunden mal anschauen? Jetzt mal einfach aus deiner Warte heraus betrachtet. Also du meinst, wenn du die Unterlagen schon gesehen hast? Du hast jetzt einen Kunden, genau, der hat dir die Unterlagen eingereicht und sagt, Fabio, ich würde gerne, dass du mit mir zusammen die Planung von meiner Pension, mhm, angehst im Finanzbereich. Was sind da für dich so Grundlagen, wo man muss darauf achten? Ja, es kommt natürlich extrem auf das ZDF drauf an, oder? Also Zahlen, Daten, Fakten, mhm, was hast du? Und ich meine, das kennst du auch. Wir können ja wahnsinnig viel aus diesen Unterlagen herauslesen. Also schon nur, wenn ich das Einkommen vergleiche mit dem Vermögen, das der Kunde hat, weiss ich eigentlich schon relativ gut, wo er tickt. Und das erste Gespräch ist ja eigentlich, zum schauen, ob die Meinung oder die Vorurteile, die sich in meinem Kopf bilden, ob sich die bestätigen lassen oder ob ich irgendwo falsch bin. Weil wenn ich nur eine Steuer von letztem Jahr habe und er ein riesiges Vermögen schon hat, bei einem normalen Einkommen, weiss ich ja nicht, hat er jetzt wirklich so gut gespart? Mhm. Oder hat er in der Steuererklärung vor zwei Jahren einfach ein Erbe eingetragen, von dem weiss ich jetzt eigentlich nicht mehr aufgrund der Unterlagen. Das musst du dann im Gespräch abholen, oder? Und dann ist es wirklich für mich so ein bisschen aber wenn du schon 20 Jahre in der Branche bist, dann hast du schon hunderte, wenn nicht tausende Beratungen gemacht. Dann hast du so wie auch ein Gefühl, wie dick der Mensch. Mhm. Oder? Und das holst du dann halt durch sehr durchdachte Fragestellungen, lässt dann das bestätigen, ohne dass er echt genau weiss, was er dir alles verratet. Oder? Ja, was schaust du genau an? Es kommt mega auf den Fall drauf an. Ich habe so eine Checkliste, die ich einfach durchgehe, mhm, und aus dem Gespräch heraus holst du relativ viele Infos raus. Was sind denn so die, wenn wir jetzt darüber reden, was wären für dich so die 3 bis 5 wichtigsten Punkte, wo du wissen, wo er unterwegs ist? Gibt es da? Ja. Ein Punkt ist sicher, ob er schon weiss, wie es nach der Karriere weitergeht. Also wie stellt er sich Pension vor? Mhm. Wie dringend hat das mit pensioniert zu werden? Weil, mhm, da siehst du ja auch, das Spektrum ist ja riesig. Von dem, der mit 60 will aufhören, bis zu dem, der sagt mit 70, ja, meine Freundin ist 20 Jahre jünger. 20 Jahre jünger, was soll ich denn daheim machen? Oder? Und dann kannst du ja nicht sagen, ja, such dir mal eine ältere Freundin. Oder? Also das geht ja auch nicht. Oder? Das ist ja das Spektrum mega gross. Mhm. Oder? Dann musst du das mal abholen. Also das ist schon mal 2 Sachen. Wie dringend ist die Pension, mhm, und wenn willst du? Also der Zeitpunkt eigentlich. Ja, oder? Der Zeitpunkt und wenn willst du gehen. Das eine, was sicher ein Megathema ist, und das ist eigentlich auch schon anhand von der Unterlage, wie strukturiert ist er. Ja. Weil einer, das kennst du ja auch, sagst du Leute, hey, ich muss, machst einen Termin ab über einen Monat und sagst, ich muss die Unterlagen haben bis spätestens eine Woche vorher, damit ich sie einarbeiten kann. Und dann gibt es Leute, hast einfach kaum das Telefon abgehängt, 2 Minuten später hast du einen Link zu der Dropbox oder OneDrive oder whatever, wo alles perfekt Ordner noch, weißt, ABC durchnummeriert, was ist. Und dann denkst du, okay, bei dem musst du aber auch aufpassen, dass jede Zahl stimmt. Ja. Oder, also, da weißt du gerade, aufpassen, was du da eintragst, gell? Und der nächste ist irgendwie so, ja, 3 Erinnerungen automatisiert, die rausgehen. Oder bei mir ist sehr vieles automatisiert. Mhm. Und einen Tag vorher musst du ihm gleich noch anrufen und sagst, es ist 12 Uhr, bis um 3 Uhr habe ich das Zeug auf dem Dings und sonst verschieben wir den Termin, ja, morgen. Geht so schnell, ja. Obwohl ich finde, das finde ich noch sportlich, wenn einen Tag vorher, aber ja. Ja, okay. Aber sind wir ehrlich, wir beide arbeiten mit dem Omnium von der Brain Group. Es geht schon. Ja, oder? Ja. Mindestens Grunddaten eingeben, weil es geht noch nicht um, ja, Optimierung. Ja, und im Gespräch musst du sie ja eh noch mal verifizieren. Also, weißt, so, im ersten Gespräch, also ich mache das zumindest so. Ja, ich auch. Das geht tipptopp, oder? Und nachdem merkst du aber Unterlagen auch schon, zum Beispiel, investiert er oder nicht? Mhm. Dann hast du schon mal einen grossen Punkt durch, weil wenn du... Ich habe immer ein Erstgespräch, dann gehen zwei, dann geht es 3 bis 4 Wochen bis zur Präsentation von der Finanzplanung, oder? Und wenn du schon merkst, einer will das Kapital beziehen, aus was für Gründen auch immer, mhm, und du merkst, okay, dann muss ich heute schon das erste Mal mit ihm über das Investieren reden, damit es einfach mal ein bisschen sagt. Mhm. Weil vielleicht kommt er ja dann und sagt, hey,
kann man das überlegen, nein, ich glaube, investieren ist doch nicht für mich. Mhm. Ist auch okay, weißt du? Also dann, völlig. Dann ja, hast du das. Schluss. Aber du hast eigentlich nur zwei Gespräche Zeit innerhalb von einem Monat, um die Grundlagen vom Investieren mitzugeben. Oder? Und das ist ein bisschen trickiger. Und dort wende ich dann gerne ein bisschen mehr Zeit auf und tue das auch ein bisschen anders aufbereiten, als wenn ich bei einem gesehen habe, hat er ein Depot von 200.000, 300.000 Franken. Darf ich da schnell drei Fragen? Wie nimmst du jetzt in deiner Zeit, wo jetzt du Finanzplanung machst, das war, hast du immer mehr Kunden, die schon investieren, wenn sie zu dir kommen? Ist jetzt bei dir natürlich noch ein bisschen speziell, weil du vielfach über den Finanzfabio-Podcast ja, herkommst und so weiter. Nein, wie es ist die Mehrheit, die noch nicht investiert ist. Dann gibt es eine Kategorie, und ich sage, das ist etwa die Hälfte, die investiert ist und in meinen Augen einfach falsch. Mhm. Und dann gibt es deren, die sich einfach daran halten, was ich ihnen im Podcast erzähle. Die machen es richtig. Also in meinen Augen richtig. Alles nein, gut, lass also, es mal so stehen. Ich habe einen Kunden gehabt, der bei einer grösseren Firma geschafft in der Schweiz, die auch im SMI ist. Und ein Teil von seiner Vergütung sind einfach Aktienpakete. Ja. Und der hat irgendwie einfach eine halbe Kiste hatte quasi in seinem Depot gehabt, aber es sind einfach Aktien von dieser Firma gewesen und sonst nichts. Oder? Und dann bin ich angestellt gewesen. Und dort war es so, ich so, ja, verkaufen und aufteilen und weißt, Diversifikation und so, ja. Hast du schon mal gehört und so. Oder? Und mein Chef dachte so, spinnst du eigentlich? Ich so, wieso? Ja, der arbeitet seit 20 Jahren in dieser Firma. Jetzt sagst du dem, du willst die Aktie von dem seiner Firma verkaufen. Der nimmt jedenfalls persönlich. Und ich so, ja, das ist okay, dass der das persönlich nimmt. Aber es ist richtig. Mhm. Also weißt du, irgendwo durch, und das muss ich auch wieder sagen, wir haben ja schon auch einen sehr empathischen Job, dass wir ein bisschen schauen müssen, wie Kunden funktionieren. Aber auf der anderen Seite muss ich ja sagen, wir haben eine Verantwortung, es steht da unser Name drauf. Und sorry, das ist einfach falsch, da kannst du diskutieren, wie du willst. Und verliebt dich ja auch nie in eine Anlageklasse oder in ein Investment, oder ist auch so ein Punkt. Dann musst du ihm das einfach zumindest mal aufzeigen oder auch ein Szenario machen, wo du sagst, schau, wir ziehen das so weiter. Oder ein Szenario, wir verkaufen es heute. Und das einfach in den MSCI World investieren. Braucht ein bisschen Taktgefühl, klar, aber es ist grundsätzlich richtig in meinen Augen nach wie vor. Absolut. Oder? Das sind so Sachen, die musst du beachten. Aber die Mehrheit ist nicht investiert. Die investiert sind, habe ich das Gefühl, und das wird mir meistens bestätigt, wir machen einfach irgendetwas. Und dann gibt es halt die der Rest schon gesagt hat, ich höre den Podcast jetzt seit 3 Jahren. Ich habe dann einfach mal angegangen und anfangen umschichten. Und das mache ich jetzt einfach so, wie du sagst. Wird schon gut sein. Ich denke, ja. Denke, auch wird schon gut sein. Du hast jetzt Depot. Die letzten paar Jahre etwas falsch gemacht und gesagt. Ja. Also weißt du, auch ich lerne ja dazu. Und auch ich mache Fehler. Und Sachen finde ich spannend, die mal ausprobieren. Aber ich sage es immer wieder, investieren müsste eigentlich so langweilig sein, wie Beton beim Trocknen zuzuschauen. Keep it simple and stupid. Vor allem für nachher. Stell dir vor, du bist pensioniert und jetzt willst du das Leben geniessen, dann willst du nicht mit dir müssen Gedanken oder Sorgen machen, muss ich jetzt die Aktie verkaufen oder nicht, oder gibt es jetzt da noch irgendetwas. Du willst einfach am liebsten eine Position haben und die läuft einfach. Mhm. Und dann musst du nur mit der arbeiten. Oder? Ich würde dann nie planen, wenn du verkaufen, wenn dein Geld aufgebraucht ist. Klar, das sind immer Zahlen, weißt, die kann man immer schön schreiben. Genau. Papier ist geduldig. Das Leben ist dann nochmal ein anderes. Aber es ist doch 100-mal einfacher, wenn du einen ETF drin hast, als wenn du 3-4 verschiedene hast, wo irgendein Sektor oder dieses abbildet und der eine steht und verstehst nicht wieso und alles andere ist grün und hä. Ich habe es gerne mega, mega einfach. Oder? Das ist ja, dort sind wir ja unterschiedlich unterwegs, dass ich jetzt nicht nur den ETF der eine habe, wie du das machst. Aber schlussendlich denke ich, ist es ja genau das, wo ich auch immer sage, mit dem Kunden zusammen muss herausfinden, wo ist er daheim. Es gibt die, die sagen, ich will einfach auch nichts damit zu tun haben. Wenn das, wie du das so sagst, so ist wie Beton beim Trocknen zuschauen, eigentlich relativ simpel ist. Und gleich ist das schon das Hindernis. Ich möchte aber noch schnell, bevor ich da weitergehe, zu deinem Thema mit den Aktien von der Firma, die man arbeitet. Ich hatte jemanden bei der UBS, der dort geschafft hat, in einer höheren Position. Das ist noch bevor die ganze Krise angefangen hat. Und ich glaube, das ist noch etwa, in den guten Jahren. Ja, in den sehr guten Jahren. Und zwar etwa 90% vom Vermögen sind in diesen UBS-Aktien drin. Übel, ja. Und dann nachher, wie du, sage ich, ja, aus Diversifikationsgründen wäre es sinnvoll, da und so.
Und die Person so, ja, sie wissen schon, aber es ist ja die UBS. Ich so, ja, aber die UBS kann es theoretisch sein. Zwei Jahre später. Ich CS geben, wenn ihr euch mögt erinnern. Genau. Zwei Jahre später hat es mir angerufen, die Person, und gesagt, du. Ja, aus diesen 100.000 sind dann noch irgendwie 10.000 gewesen, ich weiß es gar nicht mehr. Einfach nichts mehr im Verhältnis. Ja. Und das zeigt für mich einfach exemplarisch, und das ist das, was du zwar auch angesprochen hast mit der Erfahrung. Eben, man liest das zwar vielleicht irgendwo in einem Fachbuch, ja, man sollte diversifizieren, aber wenn du es dann mal wirklich erlebst, was das bedeutet. Ja, und es kann natürlich auch auf die andere Richtung gehen. Also weißt, es kann ja auch super aufgehen, nur das Risiko ist einfach extrem hoch. Ja, und ich glaube, das eine ist, ich habe das schon gelernt als junger Versicherungs-Aussendienst-Mitarbeiter, nicht in einem Fachbuch, sondern bei einem Kunden. Und zwar hat ein Kunde gerade 100.000 Stutz investiert in Swissair-Aktien, weißt du, auch noch dazumals. Oder? Und er hat mir das noch voller Stolz erzählt. Oder? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin dort irgendwie, was bin ich, 22, ich hatte noch keine Plasse gehabt, oder? Und ich so, oh, wow, krass, der kann einfach 100.000 Stutz investieren. Weißt du, das war wieder ja, ja. Nicht so, ah, oh, das ist sehr. Hey, und dann nachher ist er gekommen, also hat er dann, das war ja das Grounding gewesen, da haben wir ja noch keine iPhones gehabt. Und das ist mir eben so geblieben, wenn man es so Leben erzählt. Er so, ja, wissen Sie, weißt du, früher haben sie mich noch gesiezt. So als Grüße, aber lass er heute alles mehr du. Und er so, wissen Sie, dann höre ich das im Wecker, oder? Der Radiowecker, oder? Headline, Swissair, Grounding, dieses, jenes, oder? Und er sagt, ja, das sind ja meine Aktien weg. Und mir ist es nur, dass dem so eingefahren, weil der hat das vom Bankberater bekommen. Ja, Swissair kannst du nicht falsch machen, oder? Ich würde dort investieren. Mhm. Und der hat mir das so erzählt, und ich sagte, das ganze Geld ist weg. Das war für mich eindrücklich, 100.000, ja. Aber es ist jetzt weg. Das war noch eindrücklicher nachher. Und dann ist ja, dann habe ich überlegt, hey, wenn er nur 50.000 in Swissair investiert hat und 50.000 in die UBS, dann hätte er ja nur die Hälfte verloren. Echt? Also das heisst, wenn du mit einer Diversifikation von zwei Positionen in deinem Depot nur noch ein halbes Risiko gehst, auf einmal, ja, dann stell dir vor, was du mit 20 machst. Mhm. Oder was du mit 200 machst. Und dann ist das gekommen mit, dann machst du Ausbildungen und Weiterbildungen und machst dich vielleicht erinnern in der Schule zum Finanzplaner. Ja, wenn du so und so viel Geld hast, dann macht es Sinn, mindestens auf 20 Einzelaktien runterzugehen. Ah, jetzt haben wir es wieder, die 20 Einzelaktien, oder? Das ist ja die Diversifikation, oder? Aber wieso 20? Kannst du ja noch mehr. Mittlerweile muss ich sagen, ja, je mehr Geld du hast, umso einfacher kannst du es eigentlich streuen, oder? Aber für die meisten Menschen ist ein ETF doch einfach die bequemste Lösung. Ja, ja, ja. Also ja. Da bin ich voll bei dir. Und eben, wir haben dann die Kostenthematik und so weiter, die drin kriegt. Aber ich habe jetzt wirklich auch Kunden, die Vermögensverwaltungsmandat haben, die das delegieren. Mir ist dort auch immer bewusst, es sind mehr Kosten da. Ja. Die Frage ist immer, was kommst du zurück über? Sind da noch Services drin? Also weißt, ist es einfach nur rein, ja, das Geld wird bewirtschaftet? Ist es für mich etwas anderes, wenn du noch vielleicht zusätzliche Dienstleistungen hast, die dir auch einen Nutzen bringen? Also nicht einfach, ja, du kannst dann irgendein schönes Fest gehen. Ja. Denke ich, ist auch etwas anderes. Und eben, was ich einfach feststelle, ist bei gewissen von meinen Kunden jetzt selber auch, die wollen einfach das nicht. Die geben das bewusst raus, sind sich bewusst, dass es mehr kostet. Aber am Ende des Tages, also das beweisen ja Studien, da bin ich voll bei dir. Spass ist immer noch über Performance das Beste. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen der Mensch, wie er will ein bisschen die Verantwortung können abschieben. Und ich verstehe die Überlegung, es funktioniert noch nicht. Das Geld ist trotzdem weg. Also weißt, sind wir ehrlich, auch ein Vermögensverwalter. Wenn die Börse gut läuft, dann steigt es. Wenn die Börse schlecht läuft, kann er es auch nicht verhindern. Dass es, nein. Also, dass es gibt vielleicht mal in einem Jahr, dass einer das schafft, aber eben nicht über die Dauer. Das langfristig ist ja immer das Problem. Oder? Genau. Okay. Jetzt möchte ich aber noch mal schnell weg vom Investieren. Jetzt, ich bin 50. Jetzt, du bist ja der, wo ja, du bist ja erstaunt gewesen, am letzten Finanzfreundentag, wo ich dir gesagt habe, der HV sehe ich auch nicht mehr so rosig wie auch schon. Ja. Weil du bist ja da der absolute. Also erstaunt gewesen, weil ich es einfach schon seit 3 Jahren, wo wir uns kennen, jeden Tag predigen und du es mir nicht hast glauben und plötzlich gibst du mir recht. Nein, also ich sage einfach, sie steht definitiv anders da. Jetzt aber, wenn ich 50 bin,
Was gibt es bei der AHV für mich zu machen als erstes? Gibt es da etwas, was ich machen müsste? Hey, ich würde sicher einen Kassenauszug bestellen bei der SVA und dort einfach mal darüber schauen, hey, ist das immer während meiner ganzen Karriere richtig abgerechnet worden, im Sinne von, dass ich keine Lücke habe, oder? Wenn du eine Lücke hast, gehst du mal hinterher zählen, ob das mehr oder weniger als 5 Jahre ist. Wenn es mehr ist, dann musst du halt sagen, ja, Pech gehabt, dann kannst du nicht ändern. Wenn es weniger ist, sofort melden. Also wirklich sofort melden, nicht noch lange warten. Aber dann hast du einen Einschub, wenn du jetzt von Deutschland herkommst, dann bringt dir das ja nichts, weil du bist ja im Sozialversicherungssystem von Deutschland. Ich meine, dann bekommst du ja noch eine fette Rente von Deutschland. Oder? Was unglaublich. Das Problem, also ja, wenn du deine Verwandten gehst, besuchen, oder lange es dann für den Döner. Aber, ja, genau, sonst, aber nur für den Döner. Ja, genau. Nein. Ich gehe jetzt vom Schweizer. Ich gehe ja immer vom 0815 voll aus. Okay. Oder vom klassischen Schweizer. Sorry, ich bin da durch. Du bist der mit der Ausnahme, genau. Das müsstest du sicher mal machen. Oder? Ja. Und dann, je nach Alter, also ich glaube, 50 ist das schon möglich, oder dass du dir sogar auch gerade die Rente vorausberechnung bestellst. Nicht, dass das mega spannend wäre, aber es macht es mir als Finanzplaner einfach zehnmal einfacher, wenn der DSV auch schon auf den Franken genau sagt, wie hoch ist deine Rente, okay. Oder? Dann muss ich weniger ausrechnen. Ich will sagen, du könntest es im Omnium, wo du jetzt vorher ja, ja, es ist einfach Aufwand, ja. Oder? Und ja, ich meine, genau. Das müsst ihr euch schon auch überlegen. Es geht jetzt nicht um Werbung, um was zu tun. Es geht eher darum, dass man sagt, hol die Beratung von einem Finanzplaner und je nachdem, was der für ein Geschäftsmodell hat, arbeitet er im Stundenlohn. Ja. Das ist auch nicht verkehrt, oder? Aber wenn ich jetzt einen Stundensatz habe von 250 Franken und eine halbe Stunde, drei Viertelstunde braucht, um deinen IK-Auszug abzudeckeln. Ja. Ja, das Geld hättest du einfach sparen, wenn es die SVA gratis für dich macht. Es also, geht mir erinnern, da. Weißt, ich optimiere gerne für die Leute. Übrigens, da noch ein Optimierungstipp. Wir bestellen den IK-Auszug für Kunden und wir bestellen dann bei der Ausgleichskasse Versicherung. Aus dem Grund heraus, weil es gibt andere, die das auch machen, aber nicht jede. Weil wenn du die IK-Auszug ja anschaust, hast du jede Position. Ja, ja. Teilweise, wenn du 3 Jobs gehabt pro Jahr hast, musst du alles zusammenrechnen. Ja. Oder? Und du hast nicht mehr 3 Viertelstunden zu erfassen, sondern 2, die ersten 500 Stutz in der Kasse. Yeah. Und bei der Ausgleichskassenversicherung, die haben immer am Schluss eine totalisierte Tabelle, wo du auch, wenn es Scheidungen gibt, viel bequemer und auch der Laie versteht es dann plötzlich. Voilà. Du siehst noch die Jugendjahre. Shownotes verlinken. Gabor, kann ich draufklicken, gerade bestellen. Genau. Aber eben, wenn ihr es bestellt, wirklich anschauen, ob das stimmt. Ja. Weil wenn es nicht stimmt, müsst ihr es melden. Ist das dort korrekt? Ja, das scheint korrekt zu sein. Okay. Ja, das war ein kleiner Insider. Ja. Ja. Weißt du, was ich noch an der AHV eigentlich cool finde? Tell me. Dass die, seit es gibt, eigentlich immer der Teuerung angepasst worden ist. Ist natürlich ein Vorteil im Vergleich zu der Pensionskasse. Nützt einfach nicht, wenn du keine mehr bekommst. Gut, ich sage jetzt mal, gehst du davon aus, ich werde ja offiziell in 17 Jahren pensioniert. Ja. Wenn es dann noch so wäre. Ich glaube... Komme ich dann noch in AHV über? Hey, ich würde sagen, du bekommst auch noch leicht eine über. Ja. Okay. Und leicht heisst, die ist leichter, im Sinne von, es ist weniger? Oder einfach, ich komme sie noch über? Also irgendetwas müssen wir ja umstellen. Und was sie genau umstellen, das wird dann spannend. Also ich finde die AV momentan eh extrem spannend, weil wir haben ja auch eine 13. AV-Rente, wo wir nicht wissen, wie finanzieren. Und dann muss ich einfach sagen, hallo? Also, nein, das ist im Fall wirklich etwas, wo wir aufpassen müssen. Wie wir mit unserem Geld umgehen, nicht, dass wir zu einem Sozialstaat verkommen wie Deutschland, weil dort funktioniert rein gar nichts mehr. Also das Land ist, deutsch gesagt, am Arsch. Oder? Ja. Und in der Schweiz finde ich es, ich verstehe absolut, dass man sie angenommen hat, weil sie ist zu einem ganz blöden Zeitpunkt ist die Abstimmung lanciert worden, weil es ist so Hand in Hand gegangen mit dem CS-Debakel. Oder? Und wenn du halt liest in der Zeitung, die feinen Damen und Herren, die CS zu Boden haben, also in den Grund gefahren haben, bekommen noch einen Bonus und eine Abfindung und dieses und jenes. Und du als Normalbürger denkst so, also wenn ich Scheiß baue im Geschäft, werde ich entlassen. Und die bekommen noch, okay, die bekommen noch Geld. Goldige ja. Logisch warst du nach den 13. AV-Rente, dass du als Bürger auch wieder mal etwas bekommst. Aber wir wissen nicht, wie zahlen. Ja. Also, es ist ja noch einmal, es ist noch einmal definiert, woher das wir sind. Eben, also, wir wissen nicht. Und das finde ich schlimm, oder? Ja. Und jetzt ist einfach,
Und das ist das Lustige, ein Jahr vorher oder zwei Jahre vorher haben wir darüber abgestimmt, dass Frauen gleich lang arbeiten wie Männer, nicht länger. Frauen müssen nicht länger arbeiten. Sie arbeiten jetzt wieder gleich lang wie Männer, wie es früher, wo wir 1948 die AV eingeführt haben, auch war. Gleich lang arbeiten, oder? Das hätte man ja nicht wollen. Also, es war ja auch ein riesiges Ding, nein, das geht nicht, das ist nicht fair, dieses und jenes, oder? Also, das verstehe ich unter Gleichberechtigung, aber das ist ein anderes Thema. Aber wir haben gesehen, okay, wir müssen etwas mehr machen, um die AV längerfristig finanzieren zu können. Mhm. Oder jemand muss den Weg gehen. Wie kannst du die ganzen. Alles, was hier ausstrahlt, an Content erstellt wurde, all die Stammtischgespräche, die hier geführt wurden, wie kannst du das zwei Jahre vergessen und sagen, ich nehme noch eine 13. AV-Rente? Verstehe ich nicht. Ich glaube, es war eine rein emotionale Entscheidung. Und was ich verstehe, ist, wir haben Leute in der Schweiz, die das durchaus könnten brauchen. Da habe ich krass Thema damit. Da bin ich voll bei dir, aber wir haben sicher genauso viele Leute, die es hinten und vorne nicht brauchen. Brauchst du bei den Kunden, die du jetzt beratest, brauchen die jetzt eine 13. AHV-Rente? Nein, aber ich glaube, da sind wir Finanzplaner auch in einer absoluten Bubble. Also ich glaube nicht, dass wir mit dem richtigen Spiegel von der Gesellschaft konfrontiert werden, weil wir haben ja auch ein Preisschild. Ja. Und das Preisschild, das muss man schon auch sagen, das musst du auch können leisten oder wollen leisten. Besser wollen leisten. Weil schlussendlich eigentlich aus der Logik heraus, je weniger das du hast, umso mehr lohnt sich eine Finanzplanung, weil du kannst dir keine Fehler leisten. Ja. Oder? Bin ich voll bei dir. Aber es ist halt schon so, ich kann das auch offen sagen, bei mir kostet eine Finanzplanung im Schnitt um die 4'000 Franken. Mhm. Die musst du erst mal auf den Tisch legen. Oder? Und das ist natürlich schon auch ein, was halt einfach ist, das verzerrt absolut das Bild, das ich kann von den Leuten, von der Realität draussen. Oder? Aber aus dem heraus weiss ich auch, es gibt absolut genug Leute, die sie eben nicht brauchen, die 13. AHV-Rente. Oder? Ein schwieriges Thema. Ja, okay. Ich glaube, du bekommst noch eine. Okay, danke, da bin ich noch froh. Also, tust du jetzt noch weiter fleissig Kinder auf die Welt stellen? Ist das die Absicht? Weil so funktioniert es. Nein, es dauert einfach länger, bis die jüngeren Generationen in der Politik etwas zu melden haben. Okay. Und dann wird irgendetwas geändert. Okay. Also, es ist ein rein mathematisches Spiel. Richtig. Dass es nicht mehr aufgeht. Also ich habe mal einen Artikel in meinem Bankly Talk Blog hineingeschrieben zu dem Thema. Ich bin ja also sozusagen Generation X. Ja. Und wir sind jetzt gerade so in einer dummen Sandwich-Situation im Sinn von, wir haben nicht mehr die Zeit, wie jetzt, sag jetzt mal, einen 20-Jährigen, oder? Weil eben 17 Jahre maximal, sag jetzt mal einfach so. Was jetzt jemand, der noch 30 Jahre Zeit hat, einfach eben mit Zins etc., jetzt immer wieder beim Thema Investieren, dort hat. Also bist du dort so, wie zwischen Stuhl und Bank? Ja, vor allem, du siehst auch irgendwo durch schon ein bisschen Licht im Tunnel und denkst, ja, wenn ich jetzt ja sage, bekomme ich ja mehr, hoffentlich, oder? Also ich verstehe die Zwickmühle, oder? Ja. Wegen dem finde ich es schön, bin ich noch ein paar Jahre jünger als du und kann sagen, ich komme eh nicht, ich kann immer dagegen hauen. Dagegen schiessen. Nein, aber... Also, mir ist das wirklich sehr ernst, dass ich nicht daran glaube, dass ich noch eine bekomme, so wie wir sie heute kennen, sicher nicht. Ich mache extrem viel heute, dass ich auch nicht darauf angewiesen bin. Ja. Oder? Und diese Voraussicht muss ich irgendwo durch haben. Richtig. Und ich glaube, das ist schlussendlich aber auch das, was wir jedem da draußen können, mit auf den Weg geben können, dass wenn du jetzt eben jünger oder jetzt auch in meinem Alter drin bist, dich endlich einmal mit deinen Finanzen auseinandersetzt, mit deinen persönlichen. Mhm. Und das Thema nicht ewig vor dich her schiebst, weil das höre ich ja dann immer wieder, ja, wisst ihr, ich hätte schon lange sollen und keine Ahnung was. Und irgendwann, so im letzten Zwick, kommen sie dann noch. Ja. Und du hast es auch schon angesprochen, wir können nicht zaubern, ist auch nicht unsere Absicht, sondern wir müssen mit der Realität, die dann auf dem Papier ist, arbeiten. Und weißt du, ich glaube, ein Problem ist auch ein bisschen, wir müssen besser wählen. Wir müssen bessere Politiker wählen, die das anders in Angriff nehmen oder respektive... Das Verständnis haben. Die wenigstens wissen, von wo das ist. Nicht, also, das könnt ihr googeln. Es gibt ein Video auf YouTube, wo da haben wir irgendeine PK-Reform gehabt, wo Politiker vor dem Bundeshaus gefragt worden sind, ob sie den Umwandlungssatz können erklären können oder den Deckungsgrad, und sie haben es nicht können. Und dann denkst du so, Kollege, du läufst jetzt hier rein und entscheidest über diese Sachen. Ja, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Und da bin ich wirklich der Meinung, auch in der Schweiz, dass man da ein Gremium von wirklich Experten zusammenstellt. Mhm. Oder dass du
zumindest einen gewissen Leistungstest oder einen Test musst über das Thema, wo du gehst, abstimmen, ausfüllen, um zu sagen, okay, du kommst draus. Mhm. Du hast mehr als Basics verstanden. Grundverständnis. Ja. Jetzt hast du gerade den Umwandlungssatz angesprochen. Das ist ja das Thema Pensionskasse, BVG. Tun wir mal die AHV abschließen. Also, wir sind uns einig, einen IK-Auszug bestellen, zum mal sehen, hast du eine Lücke. Mit dem könnte ein Finanzplaner dir mal die Rente hochrechnen. Du kannst eine Rentenvorausberechnung machen, kostenlos. Nicht jedes Jahr das bestellen, weil das geht nicht. Und viel mehr Möglichkeiten hast du ja nicht bei der AHV. Es ist zwar immer noch, ich finde es immer lustig in der Referatin, es ist immer ein hochemotionales Thema. Also nachher, gerade im Nachgang, kommen die Leute, ja, sie sind bei der AHV, ich habe das gar nicht gewusst und so. Ja, gell, plötzlich finde ich es noch spannend. Ja, wenn es mal so, gell, ja, ja. Ist das bei der AHV? Ich denke mir so, okay, weil an sich ist ja... Ich habe letztens einen Vortrag gegeben vor 220 Polizistinnen. Ja. Und ich hatte nicht so viel Zeit gehabt. Ich habe einen Vortrag, der normalerweise 8 Stunden gegangen ist. Früher habe ich 50 Minuten abgekürzt. Und habe dann halt das sehr im Publikum angepasst und über Erziehungsgutschriften geredet gehabt. Oder vor allem als Teilzeit. Und eben heutzutage muss man ja nicht mehr zwingend heiraten, wenn man ein Kind hat. Oder habe dann gesagt, ja, sie sollen halt schauen, dass sie die Erziehungsgutschriften sich zuteilen, damit das ein bisschen der AV läuft. Oder wenn Konkubinat wir da, wenn wir da noch ein praktische Tipps raushauen. Genau. Hey, und dann wirklich kaum Vortrag fertig war, irgendwie 3 fast vorgesäckelt. Hey. Darf ich etwas fragen? Ja, sicher. Kann man die Erziehungsgutschrift auch nachträglich noch einverlassen? Okay. Nein, also, bekommst du sie anyway, oder? Aber nein, du kannst es nicht anpassen. Oder? Und das ist das. Wenn man so Sachen über Finanzen nicht weiss, dann ist es einfach passiert. Mhm. Oder es ist immer eine Hohlschuld, du musst die Infos selber einholen. Ja. Aber wenn du nicht weißt, was du alles nicht weißt, ist das ein schwieriges Unterfangen, oder? Und jetzt mache ich das wieder, Fabian. Erziehungsgutschrift einfach für die, die nicht wissen, wovon wir jetzt gerade reden. Das sind, wenn ihr ein Kind auf die Welt stellt, können die ja ein fiktives Einkommen zusätzlich angerechnet über eure AHV-Einkommen. Die nennt man Erziehungsgutschriften. Die werden dann hälftig aufgeteilt zwischen Männlein und Weiblein, also eigentlich die Eltern. Und die werden bis, zum Beispiel 16 ist es, gell? Mhm. Ja? Und dann für jedes Kind, wo, also jetzt sagen Sie das Beispiel, ihr habt das erste Kind und das zweite kommt 2 Jahre später, dann gibt es 16 plus 2 Jahre Erziehungsgutschriften. Ich sage als Witz immer in der Referat, Sie hätten alle 16 Jahre sollen ein Kind auf die Welt stellen, weil dann wäre das korrekt. Am optimalsten, oder? Genau. Ich würde mir, glaube ich, Knie schiessen, wenn ich mit 16 nochmal von vorne bis da anfange. Mir kommt nur Victor Chacabo, Jesus Gott, jetzt der Komik, den ich bei mir auf dem Bänkli hatte. Claudio Zuccolini. Er hat mir dort mit, der ist gerade um die 50 gewesen, hat er gesagt, weißt du, wenn ich jetzt nochmal ein Kind würde haben, jetzt nochmal auf den Knie rumturnen und spielen am Boden. Nein, egal, das tue ich nicht. Also eben, die Erziehungsgutschriften, das ist ein fiktives Einkommen, das dazugerechnet wird. Und, Hoch ist es gerade? Jesus Gott. Dreimal die mindeste AV-Rente. Okay. Ja, also irgendwie 14.000 mal 3, um die 42.000. Ich habe irgendetwas mit 40 im Kopf gehabt. Das wird dann aufgeteilt. Ja. Oder? Und eben, das könnt ihr im Konkubinat zuweisen. In der klassischen Ehe ist das nicht möglich, außer wenn man sich scheiden. Und das möchte ich auch noch schnell antönen. Du hast vorhin das Thema Gleichberechtigung eingebracht. Also gerade bei der AHV, finde ich, ist Gleichberechtigung, wenn man verheiratet ist. Überhaupt nicht. Ja, du als Mann bekommst du Witwerrente nur über, solange deine Kinder noch in Ausbildung sind und als Frau. Wir reden jetzt mal von der Altersseite. Da nein, ich rede von der, wenn deine Frau verstirbt. Ich weiss, aber ich meine im Moment die Altersseite. Also wenn du pensioniert wirst oder beide pensioniert werden, wird einfach die Hälfte von der Einkommen einander zugewiesen. Mhm, Plafonierung. Ja. Aber weißt du, da ist jetzt die Frau nicht schlechter gestellt, wenn sie zum Beispiel Einkommen erzielt und so weiter. Das meine ich. Was du jetzt ansprichst, ist die Risikoseite. Ja. Das sollte ja jetzt eigentlich gemäß dem Bundesgericht, dem Gerichtsurteil ja ändern oder hat eigentlich geändert? Ja, du, sie haben nur etwa 80 Jahre gebraucht, bis sie das geschnallt haben. Also, hallo. Also, wird es zugunsten geändert von den Männern oder werden die Frauen eigentlich auch noch schlechter gestellt? Was ich weiss, ist es
es wird zugunsten. Mhm. Aber gell, es kommen jetzt noch andere Themen auf, dass ja zum Beispiel das UVG, also die Absicherung im Tod bei Unfall, ja, nicht mehr lebenslänglich sein können oder Kinderrenten empfangen. Also es wird dort sicher auch nochmal Veränderungen geben. Ja. Weil schlussendlich ist das wieder die Folge davon. Man könnte nicht einfach immer noch mehr und noch mehr Geld ausgeben. Also irgendwo müssen wir gewisse Leistungen einfach auch reduzieren. Ja, aber eben, verlieren wir das Thema AV. Das ist okay. PK genau, ist viel spannender. Genau, das wollte ich gerade sagen, weil wir haben vorher Umwandlungssatz angesprochen. Ja. Ich bin 48, komme zu dir, lege dir den PK-Leistungsausweis her, also wo du die Zahlen siehst. Was gibst du so grundsätzlich für Tipps diesen Leuten in diesem Alter, auf was sie sollten achten bei der Pensionskasse? Auf was können sie achten? Hey, ich tue ihnen den Vorsorgeausweis erklären und ich weiß im Fall wirklich nicht, wie viele Leute das dort draussen machen und ich kann das nicht genug betonen, wie wichtig das ist, dass jeder seinen Vorsorgeausweis selber tut, versteht, oder? Weil wenn du ein Bärli hast, ist es mega cool. Dann kannst du die quasi nebeneinander legen und das schnell durchgehen. Und ich weiss eigentlich schon in den ersten 10 cm von diesem Blatt. 10 cm? Wie das, ja, es ist ja immer etwa gleich, ja, es ist ja immer weiss, gleich aufgestellt. So oder? Ja. Und was ich mega spannend finde, ist, wenn du ein Männlein hast, wo jetzt klassisch, sagen wir mal, mehr verdient. Und du hast zwei Weiblein, die weniger verdient, aber nachdem du schaust, im Alterskapital das Weiblein irgendwie 100, 200.000 mehr drauf hat. Oder? Und dann gehen viele mal die Läden runter. Und dann sagst du, ja, sie haben einfach einen besseren Vorsorgeplan. Oder? Und was da halt ist, und das ist jetzt ein bisschen das Problem an der Pensionskasse, du kannst ja nicht einfach deine PK wählen als Angestellter. Mhm. Du bist ja sehr aufs Wohlwollen von deinem Arbeitgeber angewiesen, aber schöner ist, du kannst das Wohlwollen ja einfordern. Mhm. Du kannst ja gehen und sagen, hey, wir brauchen einen besseren Vorsorgeplan. Oder zum schnell erklären, die zweite Säule basiert eigentlich auf dem BVG, also die Berufsvorsorge, also das Berufsvorsorgegesetz, oder? Mhm. Und nachher hast du on top of das hast du das Pensionskassenreglement von jeder Pensionskasse, oder? Sagen wir zum Beispiel, Swiss Life ist die grösste Pensionskasse der Schweiz, oder? So, keine Werbung für sie, ist einfach ein Fakt. Ja. Und jetzt können sich ja, tausende von Firmen haben sich der Swiss Life angesiedelt. Und das Reglement ist für die alle gleich. Also Minimalleistung ist für die ganze Schweiz. Nachher hast du das Reglement, das ist pro Pensionskasse. Und wir haben im Fall ein paar hundert Pensionskassen. Das ist einem gar nicht bewusst, aber die haben alle verschiedene Reglemente. Und dann kannst du pro Firma kannst du mehrere Vorsorgepläne haben, dann noch on top. Also stell dir das wie eine aufbauende Pyramide vor, oder? Und dann musst du eigentlich deinen Vorsorgeplan mal anschauen. Und wenn du das Reglement ändern willst, musst du eigentlich PK wechseln. Oder? Und wenn du den Vorsorgeplan ändern willst, musst du eigentlich nur mit deinem Chef reden und sagen, hey, es wäre vielleicht lässig, wenn wir da keinen Koordinationsabzug hätten oder den Pensum würden anpassen. Koordinationsabzug ist der Teil, der eigentlich schon über die AV sollte versichert sein sollte, dass man das nicht doppelt versichern will. Weißt, die Schweizer sind ja, Idee war die Ursprungsidee. Genau. Aber weißt du, wir Schweizer überall doppelt versichert sind. Genau dort, wo es drauf ankommt, haben wir doch gefunden, 1985. Hey, weißt du was? 48. Der Staat. Ah, sorry, du redest von der BVG. Von ja, sorry. 1985. Ich stelle mir es richtig vor, weißt du, am Stammtisch, wo es ein Gesetz einführt. Du, wir sind doch überall doppelt versichert. Und da, wo es wichtig wäre. Da lassen wir es. Da machen wir es nicht. Nein, Spaß. Aber sie haben dort auch noch mit 4% Zins und so weiter. Ja, dann ist es sogar noch höher gewesen, der Zins. Bei der Einführung ist höher als 4%, okay. Aber ich wüsste es nicht mehr. Genau. Anyway, das kannst du anpassen, oder? Mit dem Gespräch. Oder? Was die Konsequenz ist, der Arbeitgeber muss seiner PK anrufen und sagen, du, ich hätte mal gerne einen anderen Vorsorgeplan. Und in dem Moment lohnt sich vielleicht auch der Vergleich für den Arbeitgeber zum Pensionskasse komplett wechseln. Ja, ganz weil, grundsätzlich. Vielleicht sind die Risikoleistungen günstiger, vielleicht sind die Kostenprämien günstiger, dass du quasi am Schluss die bessere Leistung hast und tieferen Satz. Oder also alle Arbeitgeber, könnt mal eure PK-Lösungen vergleichen. Welcher Punkt ist für dich, wenn jetzt du eine PK anschaust, sozusagen sagst, das ist der wichtigste? Gibt es einen? Also wenn ich rein PK anschaue, weil den Vorsorgeplan kann ich ja sehr weit selber gestalten. Genau, aber ich meine einfach, wenn du jetzt ein PK... Was macht sie mit dem Geld von ihren Destinatären, also von ihren Versicherten, oder? Liegt das auf dem Konto und chillt's? Ja. Oder schickt sie das Geld arbeiten im Sinne von, tun sie das Geld investieren, oder? Und es gibt da
Es gibt auch Pensionskassen, wo das, wo ihre gesetzlichen, also Pensionskassen haben ja einen gesetzlichen Rahmen, wie sie ihr Geld dürfen, investieren. Und es gibt Pensionskassen, die gehen halt an, an Grenzen von dem gesetzlichen Rahmen und investieren bis zu 50% in Wertschriften, was in meinen Augen extrem Sinn macht, wenn man den Anlagehorizont anschaut. Und der Anlagehorizont von einer Pensionskasse versichert ist 40 Jahre, grundsätzlich von 25 bis 65. Und da macht halt schon extrem viel aus, oder? Und das andere, was du halt wirklich im Auge musst haben, ist ein bisschen, also das ist für mich der wichtigste Punkt, wie investieren sie das Geld. Aber wegen dem allein kommt es ja nicht dann zu dir. Was? Als Destinär respektive als, als der, der PK angeschlossen ist. Und weil jetzt der PK gut schafft, sprich Renditen erzielt, hast du noch nicht bei dir die Rendite? Also was ich, dann, was ich auf die Aufwärts erwähnt, ist der Zins, den sie dir weitergeben. Ja klar, aber umso höher die Rendite, die sie erwirtschaftet, umso mehr Zins könnten sie da rein theoretisch. Ob sie es machen, ist das, ist das andere. Das oder? Aber ja, du kannst genau. dann natürlich schon schauen, ja, hey, wie ist die Struktur von diesen Versicherten und wie viele Pensionierte haben sie schon und wie viele IV-Rentner müssen sie versorgen. Das kannst du im Detail anschauen, aber das wird dann in der Endauswahl. Und ich meine, schlussendlich schlägt sich das alles im Preis. In der Risiko... In der Risikoprämie. Prämie, ja, Administrationsgebühren schnell. Und so weiter, genau. Ich glaube, da geht ein bisschen zu weit für einen Podcast. Oder? Ich meine, ja, das habe ich gemacht, als ich PKs verglichen habe. Oder? Ja. Klar. Aber das ist da, wo ich sehr Fan davon bin, zu welcher PK gehst du aus Renditensicht. Oder? Ja. Das nächste, was du dann gehst, anschauen, wo ich einen Punkt mega spannend finde, ist, wie sieht die Witwerrente aus? Witwe- und Witwerrente. Oder? Vor allem, wenn, wenn du richtig PK-Einkauf gehst, oder? Also ich würde jetzt einen PK-Einkauf machen, ohne dass ich checke, hey, was passiert mit dem Geld, wenn ich verstirbe, bevor ich die Renten erreicht habe, oder? Das finde ich einen mega wichtigen Punkt und man ganz ehrlich sagen, jede PK, die das Geld nicht wieder als Kapital auszahlt, ist bei mir eigentlich im Voraus disqualifiziert. Ja. 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 Also das ist ein mega wichtiger Punkt, ja. Und sonst kannst du ja eigentlich ich weiß nicht, was du vergleichen als Angestellter gross, oder? Aber wichtig ist, du musst jetzt erstmal den Vorsorgeausweis verstehen, oder? Der ist ja dann für dich quasi wie individuell basierend auf dem Vorsorgeplan. Und wenn du den verstanden hast, dann kannst du dir eben auch sagen, wo hättest du es gerne besser und dann kannst du das Gespräch eben auch suchen. Und ich habe gerade letztens von jemandem gehört, der das gehört hat, bei mir im Podcast zum Chef gegangen ist und sie tatsächlich bessere Vorsorgepläne bekommen haben. Oder? Cool. Also, das kann funktionieren. Ist ein langer Weg, aber es funktioniert. Genau, ist mir auch schon passiert. Ich bin sogar schon mitgegangen, weil, weil man das gewünscht hat. Da haben wir das diskutiert. Es geht ja immer darum, eine faire Lösung zu finden. Aber ich glaube auch heutzutage ist ein Arbeitgeber durchaus interessiert, attraktive Sozialleistungen zu bringen. Du hast das ja auch schon erwähnt. Früher als Angestellter hat man darauf geschaut, was er ja, für eine PK. Weißt, ich würde jetzt sogar ein Stück weit sagen, auch der Arbeitgeber weiß nicht genau, wie seine Mannschaft versichert ist. Oder er selber. Ja, also ich habe ja Unternehmer, die bei mir sind, die haben keinen Plan. Ja, also weißt du, ich verstehe jedes KMU, das vor 30 Jahren mal gestartet hat. Und meine, wir wissen es beide, wie sie ein Unternehmer. Du schaust halt einfach, wie komme ich über die Runde und PK ist nicht deine erste Priorität. Oder? Aber nachher plötzlich läuft es und dann bist du mehr im Business am Arbeiten als am Business am Arbeiten. Und dann vergisst du doch, dass du einen scheiß PK, BVG Minimum abgeschlossen hast und ziehst das einfach so durch und denkst, ja gut, ich habe ja den Lohn, mir kann es ja eigentlich egal sein. Aber ja, also, wenn du eine schwache Rente hast oben drauf, dann nimmt es dich eigentlich doppelt fast. Genau. Du hast jetzt noch den PK-Einkauf so schnell, by the way, erwähnt. Würdest du mir jetzt mit 48 den PK-Einkauf schon also, empfehlen? Also jetzt mal Klartext. Wer willst du in die Pension gehen? Das ist noch eine gute Frage. Findest du? Ja. Ich finde, das ist eine selbstverständliche Frage. Nein, aber ich meine bezogen auf... ich kann das im Fall gar nicht mal so sagen, weil für mich ist das Arbeiten, das ich heute habe, nicht das klassische Arbeiten. Darum habe ich nicht ein spezifisches Pensionsalter im Hey, ich habe immer das Gefühl, wenn du Leute pensionierst, ist ja eigentlich der Beweis, dass du es gut gemacht hast, wenn du so schnell wie möglich in Pension gehst. Das ist eigentlich für mich so. Ich bin ja jetzt nicht wie der Schuhmacher, weißt du, und auch die ausgelatschten Schuhe von anderen. Oder ich sage, hey, look, der Beweis von mir, dass ich es im Griff habe, dass ich Geld im Griff habe, ist eigentlich, ich verabschiede mich so früh wie möglich. Oder? Okay. Aber wegen dem frage ich. Weil es ist halt schon. Wenn du sagst, hey, ich würde gerne mit 58 gehen, ist rein theoretisch, pensionskassentechnisch,
Also vom Gesetz her ist das möglich? Möglich, oder? Kommt auf Pensionskasse dann noch drauf an, gell? Ja, dann wäre jetzt ein guter Moment, um mit Einkäufen starten, oder? Wenn du sagst, hey, bis 65, muss ich sagen, du hast eigentlich noch gute 8 Jahre warten. Und wieso könnte ich jetzt, wenn ich mit 58 würde anfangen oder aufhören, jetzt schon anfangen? Das ist ja wie vor 50. Weißt du, so, man sagt ja frühestens ab 50, so ein bisschen im Grundsatz. Was ist dein Gedanke? Der Gedanke ist, dass du ja 3 Jahre vor deiner gewünschten Pensionierung kein Einkauf mehr kannst tätigen, weil du nach deinen verpflichtet ist ein starkes Wort, aber weil du nachher dann eigentlich die Rente solltest nehmen. Oder es gibt schon die Möglichkeit, dass du das Kapital kannst beziehen, aber dann aufgepasst, dann musst du das im Steueramt quasi schon mal melden, hey, ich habe zu lange eingekauft, schick mir bitte eine Rechnung für die Steuern, die ich gespart habe, weil wenn du das eben nicht machst, habe ich ja schon Fälle erlebt gehabt, wo du dann plötzlich ein Schreiben bekommst, à la versuchte Steuerhinterziehung. Und das ist dann nicht so lustig. Also du musst eigentlich aktiv auf deine Gemeinde zugehen und dich entschuldigen für den Fehler, den du gemacht hast. Hey. Schön brav sein. Genau. Und es gibt andere Möglichkeiten, wie du Steuern kannst sparen in diesen 3 Jahren. Wegen dem, du hast eigentlich nur noch 7 Jahre Zeit zum Einkaufen. Oder? Und dann ist die Frage, ja, wie hoch ist dein Einkaufspotenzial zum einen. Und zum anderen ist, wie viel Liquidität hast du zur Verfügung, um überhaupt einkaufen. Also kannst du das Ganze ausschöpfen. Oder? Und es ist ja nicht selten, dass du Einkaufspotenzial siehst von 200'000 Franken und mehr. Und wenn du dann nur 2 Jahre Zeit hast, oder dass du in den letzten 2 Jahren noch machen willst, was überhaupt möglich ist, wenn du 100'000 Franken einkaufen, ist cool, dann sparst du 2 Jahre lang, zahlst du auch gar keine Steuern mehr. Aber wenn du ein steuerbares Einkommen hast, von 80'000 und 100'000 einkaufst, kommst du kein Geld zurück über wegen dem, weil du ein minus steuerbares Einkommen generierst. Oder das funktioniert nicht. Und wegen dem brauchst du ein bisschen Zeit, um das noch aufzuteilen. Aber der Grundsatz ist ganz klar, umso früher vor Pension, umso lukrativer ist der PK-Einkauf, weil du musst ja die Rendite, die du erzielst, auf die Jahre noch aufteilen bis zu deiner Pension. Also du kannst nicht einfach sagen, okay, ich habe einen Grenzsteuersatz von 30%, 100'000 eingekauft, 30'000 Franken da, gespart. Also das ist Fakt, du hast 30'000 Franken Steuern gespart, denen, aber es ist keine Rendite von 30%, wenn du noch 10 Jahre Laufzeit hast. Genau. Auf das sollte ich eigentlich aussehen. Okay. Also das heisst einfach, auch für dich ist da, es gibt nicht ein Standarddatum oder Alter, sondern es kommt halt effektiv, darum hast du die Frage so gestellt. Es kommt immer auf die Situation. Wegen dem machst du eine Finanzplanung, weil deine Situation ist komplett anders als die von deinem Nachbarn, von deinem Bruder, von deiner Mami damals. Du kannst nicht übernehmen, was dir andere gut gemeint sagen. Also weißt du, es ist schon nur Renten oder Kapital. Eben, da kannst du ewig darüber diskutieren. Aber du weißt ja nicht, ob der andere noch von seiner Grosstante 3 mehr Familienhäuser geerbt hat und definitiv nicht angewiesen ist auf einen weiteren Cashflow aus der Rente raus. Aber vielleicht braucht er ein bisschen Geld, dass er die mehr Familienhäuser auch renovieren könnte. Und dann wäre das PK-Kapital noch ein willkommener Batzer dazu. Also weißt du, so, das sind so Sachen, die du halt einfach im Gespräch mit den Kunden herausfinden musst. Oder anhand von ihrer Steuererklärung. Da stehst du relativ viel drin. Okay. Ja. Gut. Dritte Säule. Yes. Ich bin 48. Ich habe durchaus viele Kunden, die ich immer wieder sehe, die haben jetzt das einfach irgendwo auf einem Konto bei ihren Hausbanken. Ja, selber schon. Was soll ich da machen? Investieren in ein Depot. Und zwar bin ich da ein grosser Fan von diesen Fintechs, die wir haben, von diesen App-Lösungen. Ich persönlich bin bei der VIAG, muss keine Werbung sein, aber ich finde einfach, sie sind die Ersten gewesen und ich behaupte heute immer noch, wenn sie es nicht gemacht hätten, wären die anderen nicht nachgezogen. Mhm. Vor allem Zürcher Kantonalbank mit Franklin wäre niemals auf den Weg gekommen, wenn es da nicht gegeben hätte, behaupte ich immer noch. Ich könnte mich korrigieren, wenn es nicht stimmt. Würde ich jetzt auch sagen, stimmt. Aber tun sie investieren, weil auch mit 48 hast du immer noch einen Anlagehorizont bis zur Pension von 17 Jahren, oder? Plus, und das ist ein Denkfehler, den ich das Gefühl habe, den alle machen, ist, das heisst ja nicht nur, weil du das Geld aus der dritten Säule, aus der gebundenen Vorsorge 3a rausnimmst, dass du im 3b nicht gerade wieder darfst investieren, oder? Absolut. Von dem her unbedingt investieren. Also auch da ist ja eigentlich die Überleitung wieder, dass du sagen kannst, wenn du eben eine Finanzplanung machst und siehst, dass du die Gelder dann mit 65 oder wenn auch immer jetzt du in Pension gehen willst, nicht brauchst, dann hast du den ganz anderen Anlagehorizont, wo du kannst setzen und eben sagen, hey, du kannst jetzt eingehen
in die Aktien, also investieren besser gesagt. Und weisst, du musst es dort dann nicht sozusagen brauchen, das Geld. Ja, und weißt, das musst du ja auch sehen. Leute, die schon 10, 20 Jahre in die Säule 3a einzahlen, die werden ja zwischen 60 und 65 geschwemmt von Geld. Mhm. Oder plötzlich fangen sie die Konten an, auszahlen. Die haben so viel Liquidität nachher. Das ist richtig krass. Oder? Ich meine, 3a auszahlen, PK kaufen, ist eine geile Kombo, oder? In den Kantonen, wo das funktioniert und akzeptiert wird. Oder 3a auszahlen, Haus renovieren, ist eine geile Kombo, weil kannst du wieder die Steuern optimieren. Mhm. Oder? Also, da wird richtig lässig, wie du das kannst sparen das nachher kannst. Du oder? Da kannst du richtig viel rausholen. Ja. Oder? Ja. Ja. Richtig, es ist, du hast jetzt noch etwas angesprochen, es ist, man muss dann teilweise schauen, wenn man 3a Geld rausnimmt und einen Einkauf betätigt. Wir haben auch schon eine Situation gehabt, dass der Steuerkommissär dann gemeint hat, das ist ein steuerneutraler Vorgang. Im Sinn von, das ist in meinen Augen ehrlich gesagt nicht. Ja, aber weißt, das ist in meinen Augen auch nicht. Und es ist vor allem auch, er hat schon genügend Geld auf dem Konto gehabt. Also es ist offensichtlich, dass er es nicht bräuchte, hätte das 3a Geld. Ja. Aber der Steuerkommissär hat dann das Gefühl gehabt, nein, er hätte ja das von den 3a können in die zwei Säulen einbringen ja. Und hat das wollen. Was ist die Lösung? Oder wer hat recht gehabt, wir haben gestritten, bis es akzeptiert worden ist. Weil es wirklich so war, man hat Geld reinzahlt. Weißt, das finde ich auch etwas, was ich ein bisschen pervers finde. Die hohen Steuergemeinden haben ja schon Macht. Ja, vor allem, also, es wird immer unstetiger. Ja, also, weißt, vorher hast du dich darauf verlassen. Das ist ein bisschen wilder Westen, ja. Oder? Mehr als sogar. Also, das ist wirklich, wo ein Problem wird. Aber noch schnell zum Fall. Das heisst, der hat Geld auf dem Konto gehabt. Wir haben das investiert, also in PK eingekauft. Und hat nachher 3a bezogen. Und nachher ist gekommen, er hätte 3a Geld gebraucht, um den PK Einkauf zu finanzieren. Da musste man sagen, also, wie geht das, wenn er es erst nachher bezieht? Und das ist dann, dort ist es dann okay. Aber man muss einfach auch... Also wäre das eigentlich wie so ein Tipp, mach zuerst den Einkauf, bevor du das Geld rausnimmst. Dann könntest du es so argumentieren. Immerhin, aber auch da, eben, eine Garantie hast du nicht. Ich sage immer, das Beste ist eigentlich, du nimmst jetzt Geld aus in diesem Jahr und im nächsten Kalenderjahr kaufst du ein. Dann hast du wirklich Kalenderjahr betrachtet, eine Differenz. I see the point, ja. Ja. Okay, aber gehen wir noch zu der dritten Säule. Bin ich mit dir einig, investieren definitiv und es muss nicht zwingend die Hausbank sein. Und ist 3a einzahlen, bevor die PK einzahlst. Ja. Das ist auch etwas, was ich ab und zu gesehen habe. Dass die Leute PK-Einkäufe machen, statt das 3a nicht ausschöpfen. Oder, und denken so, why? Oder immer noch, ich sehe, jetzt habe ich gerade aktuell wieder einen Fall. Und um es zu begründen, das 3a ist einfach flexibler. Ja, voll. Plus du bestimmst, wie das Geld investiert wird. Und es ist nicht sofort verboten. Und du kannst es mit 60 beziehen, musst nicht warten, bis du pensioniert wirst. Das ist nur Vorteil. Ja, absolut. Also sowieso, bevor man einkauft, tätigen. Der Steuerspareffekt ist der gleiche. Ja. Was wollte ich noch sagen? Sag nur. Sorry, 3a. Was ich auch immer wieder gesehen habe, ist verheiratete Pärchen, wo der eine 3a voll einzahlt und der andere nicht. Und dann schaust du, Liquidität wäre genug vorhanden. Do it! Mhm. Ja, sie arbeiten Teilzeit, sie kann sich das gar nicht... Ja, dann finanzierst du dein Portemonnaie. Also hallo, weil Steuern zahlt ihr ja gleich. Und etwas, das müsst ihr auch verstehen, wenn ihr Kuroten sind und keinen Ehevertrag habt, dein Franken ist nur noch 50 Rappen wert. Mhm. Dann hoffst du, dass du vom anderen 50 Rappen zurückbekommst. Aber hört auf, separate Depots und Kontos und dieses und jenes zu machen, ausser das Konto auf deinen Namen. Wegen der Liquidität, ja. Falls der andere verstirbt, dass du sicher Zugang zu deinem Geld hast, oder? Aber sonst hört auf, eure Finanzen getrennt anzuschauen. Ihr habt ja gesagt zueinander, und zwar in allen Belangen, auch zu Finanzen. Und da möchte ich noch schnell einhängen, dass gerade letztens auch über das diskutiert hat, geheißen, ja, aber wir haben ja das Und-Oder-Konto, das sollte ja gleich möglich sein, wenn jetzt der eine stirbt. Nein, ich sage auch da, meine Erfahrung ist, trotz Abklärungen, wenn der Todesfall eintritt, gibt es Banken, die sperren. Ja. Und darum machen die jeweils ein eigenes Konto auf euch und haben dort einen Betrag drauf. Und auch die Vollmacht nützt nichts, die stirbt, mit dem Tod vom Verstorbenen. Absolut. Genau. Was ich noch will vorher sagen mit der dritten Säule, jetzt gerade auch wieder ein Fall, wo ich sehe, hohes Einkommen, zahlen irgendwie 6.188 Franken in die 3a ein und haben nebenan noch einen PK-Einkauf gemacht, denke ich, ja, aber 7.056 könntest du pro Person einzahlen in die 3a. Ja. Wieso wird das nicht ausgenutzt? Und, oder dass es vergessen, weißt du, sie haben verschiedene Gefäße und fühlen es nicht. Ja. Also das ist immer wieder, ich muss auch wirklich teilweise Leute, die ich begleite, sozusagen, immer wieder daran erinnern, hey, haben sie jetzt alles einzahlt? Ja. Also, sie haben vielleicht noch irgendwo eine Lebensversicherung oder was auch immer. Also weißt, sie haben nicht die Übersicht und dann hast du immer so Veränderungen und sie zahlen es nicht voll ein. Ja. Jetzt, ich möchte noch auf einen Punkt eingehen.
das nimmt mich noch Wunder, was ich einfach auch immer wieder gesehen ist, nur weil einer ein hohes Einkommen hat, heisst das nicht, dass der also im Alter, das Vermögen hat, ja, dazu passt. Genau, dass der im Alter eigentlich, kannst du sagen, ja okay, das ist jetzt abgesichert. Oder anders gesagt, auch dann wird dich auch immer gefragt, ja, wie viel Geld brauchst du denn, damit du im Alter kannst gut leben kannst. Und auf was ich eigentlich möchte raus, ist das Budget. Ja. Weil am Ende des Tages kommt es immer noch darauf an, was du ausgibst. Ja, das ist, also du kannst ein Einkommen haben, egal wie. Also Vermögensbildung ist am Ende des Tages einfache Mathematik. Gib weniger aus, als du einnimmst. Zum Beispiel. Das ist so krass. Es ist manchmal extrem einfach, Finanzen eigentlich, aber die Leute tun sich an diesem Punkt schon schwer. Oder gib weniger aus, als du einnimmst. Mhm. Und so baust du auf. Weißt du, was ich jetzt. Ich bin jetzt gerade. Eine Beratung, wo wir jetzt sozusagen gestartet sind. Und alles gut situiert, also genug Geld. Tun eigentlich, also haben auch genug Geld auf der Seite, sprich, die können sparen etc. Mhm. Und sie haben jetzt mein Budget müssen ausfüllen, damit ich das in die Planung geben kann. Und haben so zurückgeschrieben, sie sind eigentlich verschrocken, wie viel Geld sie ausgeben. Und was ich eigentlich darauf herauswähle, ist, einmal das Bewusstsein überhaupt zu schaffen, für was du Geld ausgibst. Mhm. Weil da merke ich immer wieder, wie die Leute keinen Plan haben. Von wegen, dass die simple Mathematik, die du gerade gebraucht hast. Wie ist deine Erfahrung bei diesen Leuten? Jetzt das um die ist 50. Ganz schlimm. Also ich habe ein Pärchen gehabt im Büro. Also beide top Lohn gehabt. Also wirklich super Lohn. Aber die haben von 8'000 Stutz im Monat nicht gewusst, woher das Geld geht. Von 8'000 Stutz im Monat. Das ist ein Lohn von einem anderen Menschen, oder? Ich meine, das sind 96'000 Stutz im Jahr. Und das ist einfach... Hey, ich sag, aber hä? Bei euch im Einkommen, ihr müsst, die sind quasi auf Zero gewesen, aber ihr müsst doch etwas haben. Ja, es langt immer in dem. Ja, es langt, aber hey, aufbauen. Und dann habe ich wirklich mit denen ein Budget gemacht. Mhm. Oder? Und das sind haarsträubende Sachen für gekommen. Ein einfaches Beispiel, das ist mir so eingefahren. Sie hat ein GA zum Arbeiten. Nebst ihren zwei Leasingverträgen für ihren Porsche den Kleinen und den SUV. Und er hat auch Porsche, einen Kleinen und den SUV. Aber sie hat noch ein GA dazu gehabt. Ja, also. Erstklasse oder Zweitklasse? Da weiss ich nicht mehr. Müsste eigentlich ein Erstklasse sein, oder? Nein, es war, glaube ich, ein Zweitklasse. Aber der Punkt ist ein bisschen der, sie hat das monatlich gezahlt. Und wenn du ein Jahresabo abschliessest, sparst du 3 Monate. Mhm. Und ich wohne ja sehr, sehr nahe vom Bahnhof. Ich, ja, also, das stellen wir jetzt sofort um. Also, ob sie es gerade nach dem Gespräch machen wollen oder ob ich jetzt mit ihr soll überlaufen am Bahnhof. Das. Also, weißt du, so Zeug macht mich fast schon ein bisschen hässig. Es geht mir eigentlich gar nicht an, aber ich verstehe es einfach nicht. Oder? Und das ist einfach so ein Beispiel, was komplett falsch gelaufen ist. Und dann sind wir rausgekommen, haben wir das Budget aufgestellt, oder? Also sie sind wirklich am Handy, das E-Banking, dieses, jenes schauen. Von 8'000 Stutz haben wir eigentlich nicht gewusst, was angeht. Und das ist krass. Und was eigentlich noch krasser ist, dass die 8'000 Franken tönen noch mega viel. Aber die haben so viel verdient, dass man sagen, ich muss noch viel mehr auf der Seite haben. Mhm. Also weißt du, sparen. Aber eben, ich meine, wenn du 4 Autos geleaset sind in der Garage hast, ist einfach ein Nachschaden irgendwo durch. Oder? Es ist wirklich ja, eindrücklich, was manchmal geht. Also, aber sie kommen ja dann auch, weißt du, dass sie sagen, hey, ich habe deinen Podcast gehört und irgendwie haben wir das Gefühl, wir verdienen mega gut und wir haben nichts auf der Seite. Mhm. Das ist eigentlich mein Endkunde, oder der Henry, High Earner oder Rich Yet. Aber wenn das so Sachen siehst, denkst du schon krass. Mhm. Ja. Vor allem sage ich, mein Gedanken ist, wenn jetzt die nicht gerade noch gute PK-Lösung haben etc., die fahren ja eigentlich mit 120 auf die Wand zu. Mhm. Weil die werden den Lebensstandard nie können durchziehen. Never. Ja, und auch wenn sie eine gute PK-Lösung hast, hast du dann trotzdem nicht 100% Abdeckung von dem von vorher. Also und das ist auch so etwas, den Leuten ein bisschen bewusst machen. Das 3-Säulen-System war ein bisschen darauf ausgelegt, 1985, oder AV und PK, dass du 70-80% von deinem Einkommen hast, um deinen gewohnten Lebensstandard weiterzuführen. Mhm. Aber das ist nur die Realität für Leute, die heute umgerechnet einen Lohn von etwa 90'000 Franken haben.
alle, die mehr verdienen, laufen schon mal Gefahr, dass ihre PK-Deckung nicht mag. Also die AV mag nicht mehr mithalten, weil sie ist bis zu 90.000 deckelt. Genau. PK-Lösung eventuell auch nicht. Und ich meine, bist doch ehrlich zu dir selber. Könntest du heute mit 70% von deinem Einkommen würdest du durchgehen? Das Problem ist, wir können die Prozent nicht verarbeiten. 70% klingt noch mega viel. Aber einer, der, sagen wir, 6.000 Stutz verdient, oder? Der hat nachher nur noch 4,2. Und ich würde einen Wett machen, jeder, der 6.000 Franken verdient, kommt mit 4,2 nicht über die Runde. Vor allem nicht, ich habe ja gerade letztens auf LinkedIn so einen Post gemacht zum Thema Ausgaben, wenn man pensioniert ist. Also gerade jetzt, nehmen wir mal, ich würde jetzt gerne mit 60 aufhören zu arbeiten. Ja, jetzt habe ich mehr Zeit. Du hast das auch. Du musst ja mehr Geld aus. Ey, voilà. Also musst ja mehr Geld haben. Das heisst, gerade so in der ersten, meine Erfahrung ist, meine Kunden, wenn sie pensioniert haben, so in den ersten 5 bis 10 Jahren mehr Geld. Außer du hast so komische Hobbys und gehst wandern und hockst auf Bänkchen und redest mit Leuten, oder? Das ist gratis. Wenn du schräge Leute kennst, ja oder das ist natürlich auch. Das ist ein relativ kostengünstiges Hobby, genau. Nein, aber du weißt, wiederum hatte ich Kunden, die ein normales Einkommen hatten. Er 100, sie 70. Das ist für mich ein normales Einkommen, muss ich sagen. Tiefe Hypothek. Tiefe Hypothek, also in Summe und ein super Zinssatz. Also irgendwie eine Hypothek 400.000 bei einer Liegenschaft, die über 1 Million wert ist und ein Zinssatz von 0,78 auf die nächsten, das läuft ein paar Jahre. Also ein extrem tiefe, also sie haben selber gesagt, es sei für sie kein Wohnkosten, sondern ein symbolischer Beitrag, dass sie hier wohnen dürfen. Also weißt du. Cool. Ja. Und sie eine gute PK, er eine gute PK. Und dort war das Thema Frühpension. Und mein Auftrag war eigentlich, dass ich das rechne, Pension mit 65 und Pension mit 63, zum zu schauen, was steht. Aber das ist so gut aufgegangen mit 63, dass ich mir die Mühe ehrlich gesagt gar nicht mehr gemacht habe mit 65. Und es ist dann wirklich, ja, aber der Auftrag ist eigentlich der. Und ich, ja, aber es geht so gut auf. Wenn das aufgeht, und sie ist einfach so schockiert gewesen, dass das so gut aufgeht. Und sagt, ja, aber es sagen immer alle, Frühpension sind so mega teuer. Und ich so, schau, Frühpension kostet dich immer so viel pro Jahr, wie du in einem Jahr verdienst. Ziemlich genau. Also, was du mal machen musst, musst den Punkt anschauen, wie die Lücke die entsteht. Und dann gehst du schnell reinschauen bei uns im Omnium 70, 75. Der Unterschied, wenn du beides machst, ist immer etwa der Betrag. Also, es ist mega lustig, wie das, wie das aufgeht. Dann haben wir das so also besprochen gehabt. Und dann ist sie, ja, aber dann ist ja klar, 63. Ja, ich finde es auch klar. 63. Und dann ist sie wirklich so schockiert. Aber schaut es mal an. Ihr habt das Einkommen, ihr sparen Zehntausende von Franken jedes Jahr. Ihr habt mega kleine Ausgaben. Eben euer Wohnkostenbeitrag ist ja nichts. Andere zahlen Miete, wo schon mal viel höher ist, haben nicht das Einkommen. Du hast eine gute PK-Lösung obendrauf. Also ihr habt rein PK-Rentner, habt ihr etwa 30'000 Franken mit zur Verfügung jedes Jahr. Als ein normales Bärli, wenn ich hier in der Beratung habe. Oder? Und das sind so Kleinigkeiten, die es dann halt mega ausmacht. Also Kleinigkeiten. Ja. Es macht viel aus. Das heisst einfach auch, mein Tipp ist, wenn man jetzt so um die 50 ist, du solltest mindestens jetzt einmal dein Budget kennen und vielleicht dir auch mal Gedanken zu dem machen. Ja. Weil du wirst, wenn du willst, ein bisschen früher aufhören zu arbeiten, dir viel Entspannung bringen, wenn du gewisse Ausgaben, die du jetzt vielleicht einfach machst, einmal anschaust und einmal hinterfragst, ob du es wirklich brauchst. Das ist da. Brauchst du das alles, was in deinem Budget auftaucht? Oder? Und ich meine, du kannst schon argumentieren, ja, ich brauche eine Wohnung zum Schlafen. Ja, also bin ich voll bei dir. Genau, aber hast du vielleicht nicht doch ein Zimmer zu viel? Oder muss es genau die Lage sein? Oder weißt du, so Sachen? Oder? Ja. Natürlich kannst du immer sagen, ja, es ist mir wert, okay, aber dann brüll nicht, wenn du kein Geld hast. Genau. Dann kannst du das ja mal optimieren, oder? Ich meine, es fängt bei kleinen Sachen an, Hotel, aber Gott, es ist halt einfach ein Aufwand, du musst dann Leute anrufen, Kunden und ein neues abschließen. Es ist ein Aufwand, klar, aber du sparst. Weißt du, und das sind so die Kleinigkeiten, wer den Rappen nicht ehrt, oder? Hat man doch früher gesagt. Und das Nächste ist dann, irgendwann hast du ja genug gespart. Also irgendwann hast du noch Groschen und dann solltest du wirklich, wirklich anfangen investieren. Ja. Und zwar Vollgas. Und mach das mit 50, weil dann hast du 15 Jahre Erfahrung
mit 65. Und dann ist es auch viel einfacher, das PKW zu investieren. Hey Fabio, wir sind schon bei einer Stunde und 15 Minuten. Normales Telefongespräch. Jetzt haben wir es einfach öffentlich gemacht. Ja, genau. Aber so schließt sich eben der Kreis, weil wir am Anfang schon gehabt von investieren und entwickeln. Genau. Ja. Also, ich würde sagen, wir stoppen da. Ich bin mir sicher, wir werden uns irgendwo in dem Podcast immer wieder begegnen, respektive wir haben den Finanzfreudentag. Übrigens, je nachdem, wenn ich jetzt den Podcast rausbringe. Wir sind schon ausverkauft, das meine ich. Ah, ja. Ja, ja, doch. Wir haben noch 4 Tickets, das lohnt sich jetzt gar nicht mehr Werbung zu. Nein, was ich. August, da könntest du jetzt Werbung machen. Ja. Jetzt ist noch die Frage. Datum. Wir wissen noch nicht, also das Datum wissen wir, 28. Ja. August. August, genau. Jetzt müssen wir noch schauen, wo. Ja. Und die sich hier interessieren, den Finanzfreunde Newsletter abonnieren. Das ist das Versprechen von Gabor und von mir. Ihr bekommt als erstes Informationen über zu Anlässen. Und dann sehen wir eigentlich das, was wir jetzt gemacht haben. Außer dass wir themenspezifischer sind, machen wir den vor Publikum mit einem Glas Wein beim Gabor und einem Bierli bei mir. Und ihr dürft mittrinken. Hey, genau. Fabio, ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir für deine Freundschaft. Und hey, was auch immer kommt, let's rock it. Ja, und lasst mal in den Finanzfabio-Podcast rein. Und wenn euch der Podcast hier gefallen hat vom Gabor, dann schickt ihr ja 2 Kollegen und 2 Kolleginnen, damit auch im Gabor sein Podcast exponentiell kann weitermachen kann. Siehst, gibt da schon ein herzliches Coaching. Tschüss zusammen. Ciao, ciao.